nicht, dass ich den Körper irgendwie weniger schätzen würde dabei. Im Gegenteil, hat unsere Behandlung immer auch körperliche Aspekte gehabt. Seit ich angefangen habe, Praxis zu machen, schon davor habe ich selbst immer gefastet, habe immer Fastenseminare gemacht und habe mir eigentlich 35 Jahre meines Arztseins und schon ein paar Jahre davor anhören müssen, wie schlecht das Fasten ist, wie gefährlich das ist und wie ganz fürchterlich bei Krebs. Gestern habe ich gerade zufällig sozusagen, ein Freund hat mir das besorgt, einen Film bei Arte gesehen und staune nicht schlecht. Da wird dann über eine Stunde lang berichtet, wie russische Schulmediziner, aber auch ein paar deutsche sogar, amerikanische Schulmediziner, plötzlich das hohe Lied des Fastens bei Krebs singen. Dass ich das noch erleben darf, war mir völlig, also war ich nicht drauf gefasst, ehrlich gesagt. Das geht so weit, dass die heute vor der Chemotherapie in den USA fasten lassen. Und mit den Forschungsergebnissen sind sie dahin gekommen, die ihnen gezeigt haben, dass beim Fasten die gesunden Zellen viel, viel abwehrstärker und robuster sind und die kranken Zellen viel anfälliger. Etwas, was zum Beispiel der Heilpraktiker Preuß, der Österreichische, schon vor Jahrzehnten gesagt hat, was ich auch nun gebetsmühlenartig 30 Jahre immer wieder auch gesagt habe, weil ich es erlebt habe. Also da gibt es durchaus auch ganz körperliche Aspekte vom Fasten her. Ich kenne das auch von der Ernährung her. Die letzten Jahre, seit ich auf vollwertige pflanzliche Kost gekommen bin, vorher schon immer vegetarisch gelebt, wir wissen diese Dinge. Professor Klaus Leitzmann aus Gießen sagt uns seit über 20 Jahren, Vegetarier leben länger, kriegen weniger Krebs. Und inzwischen haben wir eine solche Menge von Studien, die das belegen. Und insofern bin ich da sehr, sehr froh, dass es auch diese somatische Ebene gibt. Also bei uns würde jeder Krebspatient immer auch pflanzlich vollwertige Ernährungshinweise bekommen. Ein Patient, der nicht bereit ist auf das gefährlichste Kanzerogen, laut Professor Colin Campbell, auf dieser Erde, weil es am verbreitetsten ist und damit am gefährlichsten, Milch und Milchprodukte, wer da nicht drauf verzichtet, der will auch gar nicht wirklich. Das ist ja schon auch eine Entscheidung, die man am Anfang akzeptieren muss. Also es ist ja schon nicht so in diesen vielen Jahren, Jahrzehnten der Psychotherapie, dass ich das Gefühl gewinnen konnte, alle Patienten, die zur Therapie kommen, wollen auch gesund werden, wollen auch wirklich ihren Krebs loswerden. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, wenn man an das Thema wirklich herankommt. Zu dem Stellenwert zwischen Psyche und Somatik möchte ich Ihnen zum Anfang noch so ein paar Kleinigkeiten erzählen. Wir wissen ja heute alle, dass Rauchen Krebs macht, Bronchialkarzinome. Und wir wissen natürlich ungefähr, wie viel von 100 Bronchialkarzinom-Patienten geraucht haben. Wissen Sie sicher, ne? Also 95 und 3 von den anderen haben noch im Nachtclub gearbeitet und sozusagen mitgeraucht. Aber wissen Sie eigentlich, wie viel von 100 Rauchern ein Bronchialkarzinom bekommen? Das weiß fast niemand bei uns. 2. Also wegen der 2 machen wir ja einen ziemlichen Wind. Natürlich kann ich das Rauchen nicht empfehlen, weil das macht auch noch 10-mal so viel Magenkrebs und die ganzen Durchblutungsstörungen, Herzinfarkte. Rauchen bleibt wirklich ganz was Schädliches. Aber wir sollten doch einmal feststellen, von 100 Rauchern kriegen 2 ein Bronchialkarzinom. Wissen Sie, wie viel von Menschen in der zweiten Lebenshälfte von 100, die ihren langjährigen Lebenspartner verloren haben, ein Jahr später Krebs haben von 100? 64. Das ist ja ein ziemlich dramatischer Unterschied. Es gibt eine schwedische Studie, die haben so ein relativ akkurates Einwohnermeldeamt, die Schweden. Da können sie alles gut zurückverfolgen. Da haben sie geschaut, bei adoptierten Kindern, welche, die ihre Eltern gar nicht kannten, ihre genetischen, leiblichen Eltern, welchen Einfluss hat es dann, wenn ein genetischer Elternteil, Mutter oder Vater, Krebs bekommen auf die Krebswahrscheinlichkeit dieser Adoptivkinder? Genau 0 Einfluss. Und dann hat man weitergeschaut, welchen Einfluss hat es dann, wenn die gar nicht genetisch verwandten Adoptiveltern Krebs bekommen? Welchen Einfluss hat es auf die Krebswahrscheinlichkeit der Adoptivkinder? Die kriegen 5-mal so häufig Krebs. Also wenn wir solche Studienergebnisse heute zur Kenntnis nehmen, wach und bewusst,
dann können wir sehr deutlich sehen, die seelische Ebene hat ein dramatisches Übergewicht in dieser ganzen Geschichte. Und das macht trotzdem die körperliche Ebene überhaupt nicht unwichtig. Aber es bestätigt so unsere Erfahrung, dass wenn Menschen auf der körperlichen Ebene unheimlich aktiv werden nach der Krebsdiagnose und Vitamine schlucken und unheimlich viel machen auf dieser Ebene, Hyperthermie und Eigenblut und alles Mögliche, das relativ wenig Einfluss hat, verglichen mit Veränderungen auf der seelischen Ebene. So ist auch Carl Simonton, der amerikanische Psycho-Onkologe, wie man zum Schluss gesagt hat, eigentlich war es ein Radiologe aus Fort Worth, draufgekommen auf seine Krebstherapie. Der hat einfach gesehen, dass die Prognosen, die wir als Ärzte gegeben haben, überhaupt nicht gestimmt haben. Da hat man jemanden seinen Knoten im Gesunden rausoperiert und hat gesagt, Lebenserwartung ist ganz normal. Und nach anderthalb Jahren war er tot. Und am anderen hat man sagen müssen, sie haben gar nicht mehr so lang zu leben. Der Krebs hat schon gestreut. Und nach 20 Jahren war der immer noch putzmunter. Das ist Karl aufgefallen. Und dann hat er angefangen nachzuforschen. Und kam immer mehr in eine Richtung, die sehr ähnlich dem war, was Wolf Bündig in Bayern rausgefunden hat, was wir rausgefunden haben, was Lechan rausgefunden hat oder Bernie Siegel, diese relativ bekannten Psycho-Onkologen. Da gibt es einen immens wichtigen Aspekt, das ist die Psyche, die Seele und dass jemand sein Leben lebt. Wolf Bündig, der spricht sogar von der Normopathie. Der sagt, Krebspatienten sind so angepasst an die Norm, an das Normale, dass es schon pathologisch ist. Das ist leider etwas, was wir auch immer gefunden haben. Und wenn wir jetzt von der Krankheitsbilderdeutung, die ja so mein Hauptthema ist, neben so Nebenschauplätzen wie Ernährung, die Psychosomatik, wie Sie den Krankheit als Symbol finden, Krankheit als Sprache der Seele, dann ist Krebs gar nicht so schwer zu verstehen. Ich fange aber trotzdem mal mit einem anderen Beispiel an, was noch einfacher zu verstehen ist. Ja, die Idee dabei ist, die sich allmählich entwickelt hat, wo mir jetzt die Zeit fehlt, das nachzuvollziehen hier vor Ihnen, dass der Körper immer dann einspringt, wenn die Seele etwas nicht bewältigt. Wenn wir etwas auf der Bewusstseinsebene nicht mehr in den Griff bekommen, nicht angehen können, dann wird der Körper zur Bühne, der dieses Stück sozusagen darstellt, was wir im Bewusstsein nicht mehr spielen. Also nehmen wir mal ein großes Thema unserer Kultur. Das wäre, wenn man zum Beispiel die Berufschristen fragt, was ist so das Entscheidende an der christlichen Kultur, dann sagen die uns, wir sind die Religion der Liebe. Gut, also bei der Liebe, das kann man ja auch gut in den Evangelien nachvollziehen, geht es darum, ein großes, weites Herz zu entwickeln. Wir sollen ja unseren Nächsten lieben wie uns selbst und sogar die Feinde. Wir sollen unserem Herzen keine Mördergrube machen und wir sollen unserem Herzen Luft machen. Das sind alles Originalzitate aus der Bibel. Also, das wäre unsere Aufgabe, ein großes, weites Herz zu bekommen. Nun sind mir die Menschen, die mir in diesen 35 Jahren meiner Ordinationszeit untergekommen sind, die ein großes, weites Herz der Liebe hatten, so in diesem christlichen Sinn, aufgefallen natürlich. Also, wenn Sie sogar ab und zu mal jemanden kennen, Bruder David Steindl-Rast, würde ich für so jemanden halten. Der hat mich berührt im Herzen, er hat so viele berührt, dem Herzen horchen, sind so Ausdrücke von ihm, wunderschöne. Bruder David, der hat mit über 80 Jahren, jetzt ist er glaube ich 86, 87, hat er noch Menschen durch die Wüste geführt auf der Suche. Ein großes, weites Herz, aber physisch ein kleines, also normales Herz, das ist gut beisammen. Also habe ich noch ein paar Leute kennengelernt, die mir aufgefallen sind durch ihr großes, weites Herz. Keiner von denen hatte eine Herzinsuffizienz, ein physisch großes, weites Herz. Aber ich habe natürlich in diesen 35 Jahren Ordinationszeit viele Menschen mit einem physisch großen und weiten Herzen kennengelernt. Ja, so diagnostizieren ja Kardiologen die Herzinsuffizienz. Das physische Herz ist viel zu groß. Man spricht dann vom schuhförmigen Herz. Norddeutschen sagen ein ausgelatschtes Herz, sagt man so salopp. Das ist dann nicht mehr faustgroß, sondern viel größer, kommt so hinter dem Brustbein hervor. Röntgen sieht man das ganz deutlich. Und dieses viel zu große physische Herz ist mit dem Leben nicht gut vereinbar. Die Symptome sind
Da kann man schon bald keine Bergtouren mehr machen, dann schon keine Treppen mehr steigen, dann keine weiten Strecken mehr gehen. Zum Schluss liegt man effektiv im Bett und da muss man das Oberteil noch hochfahren, damit man nicht im eigenen Lungenwasser, im Lungenödem ertrinkt. Also es ist wirklich eine elende Geschichte. Keiner von diesen Menschen mit diesem großen, weiten, physischen Herz der Herzinsuffizienz ist mir dadurch aufgefallen, dass er im übertragenen Sinne ein großes, weites Herz gehabt hätte. Und das waren Hunderte, wahrscheinlich über 1000. Also wir sind gehalten, ein großes, weites Herz zu entwickeln in dieser Kultur. Aber auf der übertragenen Ebene, auf der Seelenebene, Bewusstseinsebene, wie Sie das nennen wollen, wenn wir das dort nicht leben, und das ist ja inzwischen leider ein Mehrheitsprogramm, das nicht zu leben, dann ist die Gefahr groß, dass es in den Körper sinkt und auf der Körperebene deutlich wird. Das ist sicher immer noch für Schulmediziner ein sehr gewöhnungsbedürftiger Ansatz, aber er hat sich einfach in diesen über 30 Jahren sehr bewährt. Und wir haben oft erlebt, wie zum Beispiel Herzinsuffizienzpatienten, wenn sie im übertragenen Sinne ihr Herz erweitert haben, geöffnet haben, das physische Herz wieder gesund schrumpfen lassen konnten. In vieler Hinsicht können wir das erleben. Schauen wir unter diesem Aspekt an, was bei Krebs passiert. Da weiß uns die Schulmedizin natürlich gut zu helfen. Da gibt es viele, viele Untersuchungen inzwischen. Und wir wissen, das ist ein Wachstumsproblem, Wachstum auf der falschen Ebene. Also der häufigste Krebs, ja auch gut untersucht, das Bronchialkarzinom. Da haben wir diese hochzylindrischen Flimmerepithelzellen, die unseren Bronchialbaum auskleiden. Und die haben eben diese Flimmerzilien, also Härchen auf der Oberfläche, die machen so einen Strom, einen Schleimstrom, damit aller Schmutz, der in die Lunge hineinkommt, wieder raustransportiert wird. Das ist so das Räuspern am Morgen. Da tunst es ab. Räuspern. Der Raucher, der hat da mehr zu tun, der hat keine Flimmerhärchen mehr. Da muss er so richtig fast bronchitisch, also es geht schon in unangenehmere Bereiche. Also das ist die Situation in unserem Bronchialbaum. Und dann, wie kommt es zum Bronchialkarzinom? Also eben das Rauchen. Da hat ja außer, glaube ich, Dr. Hamer niemand mehr irgendeinen Widerspruch dagegen. Der hat aber gegen alles einen Widerspruch. Also alle anderen sind sich schon klar, das Rauchen ist schon so ein Einstieg in dieses Krankheitsbild. Eigentlich müsste man sagen, mit der ersten Zigarette beginnt die Anbahnung vom Bronchialkarzinom. Wir können natürlich dann weiterfragen, warum raucht denn ein Mensch? Ja, was treibt denn den? Das ist meistens ein Pubertätsersatzritual. Ja, man will ausziehen, das Fürchten zu lernen, etwas machen, was verboten ist, was nur Erwachsene machen dürfen. Und umso mehr wir das sanktionieren, umso schärfer sind die Jungen darauf, das auch zu tun, weil die wollen ja was riskieren, um erwachsen zu erscheinen. Die Bevölkerung weiß übrigens auch, dahinter ist dann oft ein Kommunikationsproblem beim Rauchen. Kommt ein bisschen auf die Art des Rauchens an, aber meistens sind es ja Kommunikationsprobleme. Und deswegen erlaubt die Bevölkerung Rauchern ja auch unmögliche Dinge, was Nichtraucher nie dürften. Ja, als Nichtraucher kann ich natürlich hergehen zu ihr und sagen, können Sie mich an Ihrem Feuer teilhaben lassen? Ja, wenn ich jetzt Raucher bin, geht das. Wenn ich Nichtraucher bin, können Sie mir kleine runterhauen. So was tut man dann nicht. Wenn sie kein Feuer hat, wird sie sich noch entschuldigen dafür, was ja auch nicht ganz ehrlich ist. Ich bin ja so als Arzt, Psychotherapeut immer sehr ehrlich, manchmal brutal ehrlich. Wenn mich ein Raucher fragt, können Sie mir Feuer geben, sage ich, na Gott sei Dank nicht. Ich leide nicht an Ihrer Krankheit. Und dann helfe ich ihm auch gleich weiter und sage ihm, aber suchen Sie sich einen, der so vorgealtert mit so einer schlechten Haut ausgestattet ist wie Sie, das sind meistens Raucher. Dann weiß er gleich, wo er hingehen muss. Ja? Aber es verschreckt die Raucher oft. Normal sind die gewohnt, dass man sie noch entschuldigt, dass man ihnen nicht weiterhelfen kann. Der Raucher ist auch, der hat offene Türen überall, der kann auch fremde Leute anschnorren sozusagen. Können Sie mal Zigarette geben? Ja, stellen Sie sich vor, wenn ich als Süßigkeitenabhängiger daherkomme und sage, könnten Sie mal eine Mozartkugel geben? Ja? Oder ein bisschen Schokolade? Das geht gar nicht. Also wir wissen schon, der Raucher hat da ein Problem, der darf das alles. Auf jeder Party, der Raucher kann jeden ansprechen, jede vor allen Dingen und umgekehrt auch. Ja, wenn ich jetzt gefällt mir jemand, ich möchte gerne da irgendwie in Kontakt kommen, kann ich hingehen und sagen Sie, stört Sie das, wenn ich rauche? Da hat sie jetzt nicht viele Möglichkeiten. Da kann sie sagen, ja, das stört mich. Dann sage ich, sehen Sie, weil Sie mir so sympathisch sind, rauche ich dann auch nicht. Sind wir auch im Gespräch. Oder sie sagt, na, das stört mir nicht, dann biete ich ihr eine an und dann sind wir sowieso im Gespräch. Also da ist ein Kontaktthema am Laufen. Und das sehen wir dann wieder, wenn wir die Lunge anschauen. Die Lunge ist ja unser Kontakt- und Kommunikationsorgan. Gasaustausch ist ihr Thema.
Ich spreche jetzt zu Ihnen, das ist die Modulation des Ausatemstroms, das Sprechen. Da geht es um Austausch, Kontakt. Wir geben CO2 ab im Kreislauf mit den grünen Pflanzen. Die geben uns Sauerstoff ab. Wir atmen in diesem Kreislauf. Das ist Verbundenheit, Kontakt, Kommunikation. Gut, was passiert jetzt mit der ersten Zigarette? Jetzt kommt mit jedem Zug aus dieser Zigarette, sagen wir mal so, eine Zigarette hat vielleicht 20 Züge und dann der raucht diese 20 Züge. Der Körper will das ja nicht. Der Körper wehrt sich, der hat Schiss, die Hosen voll, Schweißausbruch, Husten. Ja, der Körper will das raus, wir haben, aber der will ja etwas wagen. Also der raucht weiter und überwindet die Abwehr des Körpers. Und dann kommt mit jeder Zigarette ungefähr, weiß nicht, 15, 20 Züge, jedes Mal so ein voller Mistkübel auf die Flimmerepithelien, ja, diese hochzylindrischen Flimmerzellen. Und das halten die Flimmerzellen nicht lange aus. Ja, nach 10 Jahren Rauchen sind die auf jeden Fall weg. Und dann, diese Zelle ist ja auch nicht dafür gebaut, dass sie jetzt, sagen wir mal, der raucht jetzt eine Schachtel am Tag, 20 Zigaretten, 20 Züge, also kriegt er 400 Mal den vollen Mistkübel rauf. In diesen 5000 bisher gefundenen Schadstoffen in der Zigarette sind ja wirklich Kanzerogene wie Benzpyrene und so weiter drin, also harte Geschichten. Auf der Ebene von Milchprodukten, würde Colin Campbell sagen, der Biochemieprofessor aus Cornell University. Na gut, also das tut der Zelle nicht gut und die baut sich um. Aber die macht etwas Erstaunliches, die macht eine gute Miene zu einem bösen Spiel. Ja, der wird ja jetzt nicht nur 3 Tage rauchen, nicht 30, nicht 300, der wird Jahrzehnte rauchen. Das heißt, diese Zelle wird Jahrzehnte jeden Tag gefoltert, in einem unglaublichen Ausmaß. Und erst nach 4, manchmal 5 Jahrzehnten baut die sich um. Oder wir sagen, die entartet, die wird bösartig. Naja, die Behandlung war auch schon ziemlich bösartig, ehrlich gesagt, die wir dir haben angedeihen lassen. Die Zelle baut sich bis dato erstmal um, die wird dann kubisch, dann wird sie flach, so ein Plattenepithel, Flimmerhärchen sowieso nicht mehr. Also die lebt gar nicht mehr ihr Leben, wofür sie gedacht ist. Die lebt ein völlig anderes Leben. Das Leben einer Schutzzelle gegen diese dauernden Mistkübel, die Folter. Und das ist ein ziemlich gutes Abbild dessen, was wir so als Krebspersönlichkeit finden. Ein Mensch, der etwas ganz anderes lebt, als wofür er gedacht ist. Der überhaupt nicht auf seinem Weg ist, der gute Miene zu einem bösen Spiel macht und meilenweit von seiner Bestimmung weg ist. Normopathisch, wie der Bündig sagt, also an der Norm erkrankt, der erfüllt irgendeine Norm, der lebt fremde Tugend zum Beispiel. Das ist der Punkt, wo wir auch dann oft so die Diskrepanzen zwischen der schulmedizinischen Einstellung finden und unserer. Die Schulmediziner fangen immer erst nach der Diagnosestellung an zu suchen, was ist denn das für eine Persönlichkeit. Dabei ist beim Rauchen ja offensichtlich, müsste man mit der ersten Zigarette anfangen. Und dann sieht man einen sehr angepassten Menschen, der von seinem Weg meilenweit weg ist. Was dann passiert ist, die Zelle fängt an, bösartig zu werden. Die bläst sozusagen ihren Zellkern auf, den Kopf, so Symbol des Ego der Zelle, und fängt an, den zu teilen und sich zu teilen. Und dann fängt sie an, aggressiv und brutal zu wachsen. Die wächst in andere Zellen hinein. Sie infiltriert. Sie durchstößt Tabuzonen des Körpers, Basalmembranen. Die wächst sogar durch Organgrenzen durch. Ein offensives, brutales Wachstum. Das, glaube ich, ist inzwischen auch allen bekannt. Und das geht wirklich lange so weiter. Die versklavt sogar andere Zellen und ganz bösartige Dinge passieren dann. Und ganz zum Schluss kommt es zu einer Selbstzerstörung. Also diese Phase nennen die Schulmediziner Kachexie. Wenn wir dieses Muster anschauen, dann sehen wir da drin Aufgabenstellungen sozusagen. Ja, also da passiert etwas in ganz unerlöster Form auf einer ganz unerlösten Ebene, nämlich der des Körpers. Und wenn wir eine Heilung anstreben oder aber auch eine Vorbeugung, dann ist das mit dieser Art von deutender Medizin möglich. Das mag Ihnen ein bisschen vermessen vorkommen jetzt, aber wenn Sie die Spielregeln des Lebens kennen, das Schattenprinzip und diese Lebensprinzipien, dann ist es möglich, Heilung zu machen. Heilung kommt nie durch Wegschneiden zustande. Schauen Sie das Wort an. Heil, ganz. Dadurch, dass Sie etwas unterdrücken oder wegschneiden, wären Sie nicht heil, nicht komplett und nicht ganz. Und das heißt nicht, dass ich jetzt grundsätzlich gegen jede Chemotherapie wäre. Bin ich nämlich nicht,
bei manchen Leukämien oder so. Ja? Also wir müssen immer differenzieren, was ist das überhaupt für ein Krebs? Aber mit Unterdrückung und Wegschneiden kann Heilung nicht geschehen. Wir können einen unheimlichen Zeitgewinn damit haben. Ich wäre schon dafür, einen Knoten, solange man den im Gesunden rauskriegt, unbedingt rauszuschneiden. Das ist ein enormer Zeitgewinn. Früher mit Professor Zahn zusammen, dem Münchner Gynäkologieprofessor, den habe ich sogar dazu gebracht, in Lokalanästhesie Knoten rauszuholen. Aus Zeitgewinngründen. Also, das geht ja meistens, die sind ja immer relativ, also die häufigsten Knoten sind ja am oberen Quadranten hier, ganz in der Nähe, da wo es ihre Deos hinsprähen. Da gibt es auch einen Zusammenhang, nebenbei gesagt. Ein alter Gynäkologe hat mir schon vor 30 Jahren gesagt, achte mal darauf, es gibt praktisch keinen Brustkrebs ohne Deo. Das widerspricht nun scheinbar dieser psychosomatischen Theorie, aber nochmal, der Körper spielt schon eine wesentliche Rolle. Na, jedenfalls ist es gut, zum Zeitgewinn Knoten im Gesunden rauszuoperieren. Das kann ich durchaus sehen. Aber das ist keine Heilung. Ich finde eine Krebsbehandlung ohne psychotherapeutische Begleitung einen kompletten Kunstfehler. Ich finde allerdings auch eine nur psychotherapeutische Behandlung von Krebs einen kompletten Kunstfehler. Das ist zu weit, dieses Krankheitsbild dann oft. Da müsste beides sein, Psychosomatik. Da muss aus meiner Sicht immer die Ernährung umgestellt werden. Da würde ich immer zu Fasten raten. Aber nicht, wenn der total zaundürr ist und schon in einer kachektischen Phase. Dann natürlich nicht. Wir müssen das natürlich immer entsprechend anpassen. Schauen wir uns dieses Geschehen noch einmal an. Was wir da erleben an der Zelle ist ein Ego-Trip. Die bläst ihren Zellkern auf. Die wird aggressiv und brutal in ihrem Wachstum und zum Schluss selbstzerstörerisch. Also in den Tumorknoten finden wir Nekrosen, abgestorbene Bereiche. Der Tumor wächst auf eine Weise, der sorgt nicht für seinen Nachschub und so weiter. Wenn wir jetzt erlöstere Ebenen finden, das geht mit den Lebensprinzipien. In mancher Hinsicht werden Sie es auch gut nachvollziehen. Also Wachstum ist ja an sich erstmal nichts Schlechtes. Ja, so wie ein großes Herz nichts Schlechtes ist. Die Frage ist, auf welcher Ebene haben wir das große Herz? Physisch oder im übertragenen Sinn? Wachstum ist auch gar nicht schlecht. Wir brauchen Wachstum ein Leben lang. Ja, Kinder haben das Wachstum mehr körperlich, haben auch weniger Krebs. Dann muss das Wachstum einfach mehr in soziale Bereiche gehen, seelische Bereiche, Bewusstseinsbereiche. Wir brauchen ein Leben lang seelische Wachstumsprozesse, Bewusstseinswachstumsprozesse. Und solange das im Leben passiert, dieses Wachstum, wird es auch gar nicht in den Körper sinken. In den Körper sinkt es, wenn es auf den anderen Ebenen nicht mehr stattfindet, wenn dieses Stück Wachstum einfach nicht mehr gespielt wird auf der Bewusstseinsbühne, dann ist die Gefahr, dass es in den Körper sinkt. Schauen wir an, wie es abläuft. Aggressiv, brutal, infiltrierend, offensiv. Wenn Sie dahinter spüren, was die Qualität von dem aggressiven, offensiven, brutalen ist, dann ist es eine Kampf-, eine Aggressionsenergie, eine marsische Energie, würden wir sagen. Und die erlöste Form davon wäre mutig. Offensiv können Sie lassen. Ja, die Entscheidungen treffend, die Herausforderung annehmend. Das Wachstum können wir lassen. Und dieses Selbstzerstörende, ja, an die Wurzeln gehende, ja, Radikale, das würden wir dann mit Pluto assoziieren. Aber Sie können auch einfach radikal dazu sagen. Ja, die eigene Existenz in Frage stellen, bis an die Wurzeln der Existenz gehend. Und dann schauen Sie mal diese Thematik jetzt zusammen an. Dann haben wir den Ego-Trip, des großen Kern. Die erlöste Form des Ego wäre das Selbst. Die erlöste Form des Trips ist der Weg. Ein offensiver, mutiger Wachstumsweg der Selbstverwirklichung, der bis an die Grundfesten der Existenz geht. Das wäre eine wundervolle Lösung. Und deswegen reicht es nicht ein bisschen Vitamine und Hyperthermie und was der Himmel was, nach unseren Erfahrungen. Auch nach den Erfahrungen von Carl Simonton, der hat eben gesehen, Menschen, die radikale, mutige, offensive Wachstumsschritte zu sich selbst unternommen hatten, die waren unter denen, die Spontanremissionen hatten. Und die, die sich ganz brav von uns, ihren Ärzten, haben beraten lassen, Stück für Stück wegschneiden und bestrahlen und Chemo, die schaffen es nicht häufig. Da ist kaum einer unter den Spontanremissionen. Ja, ich sehe mit Genugtuung ihr Nicken. Also, wir haben fast alle dieselben Erfahrungen. Ich kann auch schulmedizinische Freunde, ich habe natürlich viele Freunde, die Schulmediziner sind. Und wir können uns auch gut treffen und miteinander reden.
Aber die haben ja ganz ähnliche Erfahrungen. Und da sind viele inzwischen darunter, die sagen, ja, du hast leicht reden, du hast dich aus allem befreit, du kannst ja machen, was du willst. Die könnten viel mehr machen, was sie wollen. Ich habe das mit verschiedenen Kollegen auch schon erlebt. Ja, es ist schon möglich. Volker Zahn eben, der hat ein großes bayerisches Krankenhaus geführt als Primar und war Professor in München. Und da gab es andere Krebsmedizin. Das ist nicht so, dass da keine Chemotherapie gemacht wurde, aber da kam nicht die Schwester oder die Assistentin rein und sagte, jetzt gibt es ihre Chemotherapie, sondern die kam rein und hat gesagt, jetzt gibt es ihre Heilmeditation. Machen Sie schon mal die Augen zu. Und dann hat ein Walkman damals noch, das ist ja schon lange her, einen Walkman gegeben. Und dann gab es eine Meditation, eine geführte. Und dann hat die Patientin auf der inneren Seelenbilderebene angefangen, den Krieg mit ihren Krebszellen zu führen, als Delfin, der da durch die Blutgefäße schwimmt oder was auch immer, oder mehr medizinisch von den Bildern her, verschiedene Varianten dazu möglich. Und dann hat die Assistentin auch noch das Rädchen losgedreht bei der Chemotherapie. Die floss dann trotzdem noch in ihre Venen. Und dann hat die Patientin Seite an Seite mit dem Chemotherapeutikum die Auseinandersetzung mit dem Krebs geführt. Das ist natürlich 10-mal besser. Und Carl Simonton hat es sogar in einer Doppelblindstudie bewiesen, als dort zu liegen und das Chemotherapeutikum auch noch zu bekämpfen. Weil das geht ja gar nicht anders. Die Patientin weiß, das wird die Haare kosten, das führt zu Blutung, Übelkeit. Da ist die natürlich nicht ausgesöhnt mit dem Mittel. Also selbst in solchen Fällen, wo Chemotherapie sinnvoll erscheint, wäre es möglich, auf der Seelenbilderebene an der Seite der Therapeuten diese Auseinandersetzung zu führen. Wir haben also bei dem Bronchialkarzinom, dem häufigsten Krebs, so eine Situation, wo jemand offensiv, mutig, radikal bis an die Grundfesten seiner Existenz sich selbst verwirklichen müsste, auf der Ebene, jetzt kommt die Lunge, der Kommunikation und des Kontaktes. Sagen, was ist, grob gesagt. Wenn wir andere Krebsarten anschauen, zweithäufigste, zweithäufigste Krebs der Statistik ist Enddarmkrebs, Dickdarmkrebs. Da haben wir wieder ein hochzylindrisches Epithel, ohne Flimmerhärchen allerdings diesmal. Da wissen wir auch alle, wieder bis auf Hammer, dass im Endeffekt die Verstopfung eine Vorstufe ist. Die allermeisten Dickdarm-Enddarm-Patienten sind verstopft. Und was passiert dort? Naja, die Peristaltik, die Wellen, die über den Darm laufen, beim Verstopften laufen die ja auch. Und die schieben dann eine harte, der Flüssigkeit beraubte Stuhlsäule hin und her. Die wirkt wie Schmirgelpapier auf diesen Dickdarmepithelien und schmirgelt die nieder. Die machen auch gute Miene zu einem bösen Spiel. Und nach Jahrzehnten kommt es zu einer Entartung. Das Thema ist natürlich wieder Krebs, also ähnlich. Es geht um einen offensiven, mutigen Weg der Selbstverwirklichung, der bis an die Grundfesten der Existenz gehen darf und soll, aber nicht auf der Ebene Kommunikation, Kontakt, Lunge, sondern Enddarm. Und da geht es um das Reich der Unterwelt. Pluto Hades ist da urprinzipiell zu Hause. Und in dieser Region, in diesem Bereich geht es um Besitz. Das wissen sogar die Psychoanalytiker. Ne? Man spricht vom großen Wunsch und meint das Kacker vom Kind. Man spricht vom Dukatenscheißer und vom Goldesel und so weiter. Da gibt es diesen Bezug zur Materie. Ja, die Verstopfen sind leicht einmal geizig, auch auf anderen Ebenen und so weiter. Das sind Dinge, die sind ja bis in den Volksmund hinein vertraut. Also es geht um das Thema Besitz dabei. Und die Frage, besitze ich meinen Besitz oder bin ich besessen vom Besitz? Da brauchen wir uns auch nicht wundern, dass das so ein häufiger Krebs bei uns ist, weil die große Mehrheit der Menschen bei uns besitzen ja ihr Geld nicht, die sind besessen von Geld. Es gibt ganz wenig Menschen, die ihren Besitz besitzen und ihr Geld besitzen und mit dem Geld Dinge tun, was ihre Entwicklung und die Entwicklung der Menschen ihrer Umgebung fördert. Das ist fast vergessen worden. Dafür ist Geld eigentlich da. Bei uns gibt es Menschen, die sterben mit Geld für 10 Inkarnationen und glauben nur an eine und arbeiten wie die Irren an noch mehr Geld. Da ist irgendwas komplett aus dem Ruder gelaufen bei dieser Thematik. Und Enddarmkrebs betrifft diese Thematik. Also das ging jetzt um ein mutiges, offensives Leben und Wachsen im Hinblick auf das Thema Besitz, meinen Besitz. Und
Da ist offensichtlich ein großer Bedarf bei uns. Schauen wir, das Mammakarzinom, also Brustkrebs, ist natürlich jetzt gar nicht so häufig, weil die Männer fast überhaupt nicht betroffen sind. 0,8% sind Männer. Aber für Frauen ist es doch der häufigste Krebs. Und schauen wir uns das an, dann haben wir dasselbe Thema natürlich, jetzt die weibliche Brust. Wenn wir schauen, den Reizzustand, den langen, könnten Sie sagen, das gibt es ja nicht, da gibt es ja keinen direkten Reiz der Zellen. Naja, das ist relativ. Früher haben Frauen ungleich weniger Perioden gehabt als heute. Die waren die meiste Zeit schwanger. Ja, also wenn Sie die 16 Kinder und 2 Fehlgeburten rechnen, die vor 150 Jahren durchaus üblich waren, dann waren die Frauen kaum mit dem Periodenwechsel unterwegs. Wir haben das heute noch. Die sicherste Brustkrebsvorbeugung wäre ja, wenn Sie frühzeitig Kinder bekommen, am besten bevor Sie 20 sind. Also ich meine, das rate ich Ihnen jetzt nicht wirklich. Ja, das passt in diese Zeit schon gar nicht mehr hinein. Aber wenn man jetzt nur die Brustkrebsverhinderung im Auge hätte, dann müsste man sagen, gut, also vor 20 anfangen mit den Kindern, ordentlich Kinder bekommen und die alle schön lang stillen, sodass sie jahrelang stillen. Und dann haben Sie statistisch gesehen, das sagt uns die Epidemiologie ganz klar, die geringste Chance, Brustkrebs zu entwickeln. Wenn Sie natürlich kurz vor 40 oder Mitte 30 schauen, ob Sie doch noch ein Kind kriegen, was ja heute in dieses gesellschaftliche Geschehen viel eher passt, dann ist es sehr belastend in dieser statistischen Hinsicht. Also, was der Unterschied jetzt ist, da werden Zellen schon auch gereizt. Die werden ständig sozusagen in einer Haltung gehalten, für die sie nicht gemacht sind. Ja, die kommen nie zum Zuge sozusagen. Das ist in jeder Periode, geht es immer wieder runter, bricht es immer wieder ab. Und das ist etwas, das passt nicht. Offensichtlich zum natürlichen Lebensablauf. Naja, also wie gesagt, als Arzt, der sich in dieser Gesellschaft halbwegs auskennt, kann ich Ihnen das nicht raten, dem ersten Rat zu folgen. Aber als Arzt, der jetzt die Krebsverhinderung, die Brustkrebsverhinderung im Auge hat, müsste ich ja sowas Altbackenes raten. Schauen wir, was los ist bei Brustkrebs. Da haben wir jetzt 2 Ebenen mit den Brüsten. Die Brüste sind ja von den meisten Frauen vom Lebensprinzip her, vom Archetyp gut einzuordnen. Ja, das wissen die meisten Frauen sehr wohl. Das hat mit Stillen zu tun und Nähren. Und das ist sozusagen auf der Textilebene, wissen alle Frauen Bescheid, ist der Still-BH. Das wäre vom Lebensprinzip-Thema Mond. Das Nähernde, Versorgende, Fürsorgliche. Aber dann gibt es natürlich noch ein anderes Thema. Bei Frauen ist ja die Brust nicht nur während des Stillens da, sondern die ist ja immer da. Also das wissen wir auch, in der Mode spielt die Brust eine große Rolle. Denken Sie sich, zu Zeiten von Mozart wurde die Brust noch barbusig sozusagen zur Begrüßung gereicht. Ja, das waren andere Zeiten, andere Sitten. Manche sind froh, dass sie das nicht erlebt haben, andere sind, sieht man direkt in den Gesichtern, ein bisschen betroffen, dass sie das versäumt haben. Anders. Aber es gibt praktisch keine Mode, die die Brust nicht betont. Ja, das Dekolleté ist da immer ein großes Thema. Also die weibliche Brust, die hat auch noch was mit Akquisition zu tun. In der Mode ganz deutlich, mit Partnerschaft, mit Verlockung. Ja? Und das wäre das Thema Venus. Und Sie werden praktisch nie erleben, dass Frauen das verwechseln. Nie kommt eine Frau mit dem Still-BH zum Rendezvous. Das gibt es gar nicht. Aber sie wird auch umgekehrt natürlich nicht die neuen Dessous von La Perla anlegen zum Stillen. Das bringt es auch nicht. Ja? Frauen halten das schön auseinander. Mond zu Mond, Still-BH, und Dessous zum Partner, Akquisition, Venus. Das sind die beiden Themen. Ja, die linke Brust, das linke weibliche, hat mehr mit Mond zu tun. Die rechte Brust hat mehr mit dem Thema Partnerschaft zu tun. Die anwesenden Kollegen würde ich mal einfach bitten, achten Sie mal drauf. Welche Brust betroffen ist, dann haben Sie da eine ziemlich deutliche Unterscheidung. Und worum geht es insgesamt? Um offensive, mutige Wachstumsschritte im Bereich dieser beiden großen Themen des weiblichen Lebens. Das ist übrigens ja auch epidemiologisch ganz gut untersucht. Denn wenn Sie schauen, wie die Verteilung von Brustkrebs in der Bevölkerung ist, dann schneiden da alle Bevölkerungsgruppen ziemlich ähnlich ab, mit einem enormen Peak. Das sind die katholischen Klosterfrauen. Die katholischen Klosterfrauen haben viel mehr Chancen auf Brustkrebs, was eh klar ist. Ja, die dürfen weder stillen und nähren, noch locken und verlocken. Die haben mit Mond und Venus es echt schwer.
Und insofern wundert es nicht, dass diese Berufsgruppe so viel häufiger vorkommt dabei. Dafür haben sie überhaupt keine Chance auf Gebärmutterhalskrebs. Das ist übrigens ein Krankheitsbild, wo man jetzt sehen kann, das könnten wir völlig verhindern, Gebärmutterhalskrebs. Da brauchen sie gar keine Psyche dazu. Da brauchen sie nur ein bisschen Selbstbewusstsein. Zum Gebärmutterhalskrebs wissen wir alles, was notwendig ist. Und wir haben ja Gott sei Dank in Österreich es auch geschafft, bin ich ganz stolz mit meiner Mithilfe, das zu verhindern, dass diese Papillomavirenimpfung ins Impfprogramm aufgenommen wurde. Da hat, also vielen Dank, eine sozialistische Abgeordnete war da ganz führend und da muss man leider auch noch sagen, eine junge Oberösterreicherin, die an der Impfung gestorben ist und ein mutiger Arzt, der gesagt hat, der ist an der Impfung gestorben. Die ist nämlich nicht innerhalb von 48 Stunden gestorben, das Paul-Ehrlich-Institut, einer der unehrlichsten Plätze auf dieser Welt in Deutschland, die diese Impfschäden verfolgt, die sagen, wenn es nicht in 48 Stunden passiert, der Tod nach Impfung, dann gilt das gar nicht. Aber dieser mutige österreichische Kollege hat gesagt, ich habe sie geimpft, sie ist krank geworden davon, wir haben sie nicht halten können, sie ist gestorben. Und das war dann doch ein bisschen viel für die Politiker und Gott sei Dank kam das zeitlich so zusammen. Also das ist aus dem Impfprogramm raus. Brauchen wir auch nicht dieses Impfprogramm in dem Fall. Denn wir wissen alles, was dazu notwendig ist. Papillomaviren sind gut untersucht, die gehen gar nicht so einfach an auf den Gebärmutterhals. Und da braucht es ein Milieu dazu. Dieses Milieu braucht Smegma. Smegma ist der Gestank unter der ungewaschenen männlichen Vorhaut. Nur wenn dieser Gestank sozusagen, dieser Schmiere, wenn die auf den Gebärmuttermund kommt, gehen dort Papillomaviren an. Deswegen haben nicht nur die katholischen Klosterfrauen keinen Gebärmutterhalskrebs, sondern auch die Frauen der Palästinenser und die jüdischen Frauen haben es auch nicht, weil die beschnitten sind. Nun bin ich aber nicht für die Beschneidung der Männer. Da wird es noch schlimmer mit der männlichen Sexualität. Also dann spüren die noch weniger. Aber wofür ich natürlich wäre, wäre für Hygiene. Wir brauchen kein Impfprogramm, wir brauchen in dem Punkt eigentlich fast nur ein Hygieneprogramm. Nur da hört man nichts davon, da hat keiner Interesse in unserem Land. Die Seifenindustrie hat das noch verschlafen und die Impfindustrie ist natürlich total dafür, dass das noch durchgesetzt wird. Ja, das ist ja eine unglaublich teure Impfung. Und die paar Todesfälle hat die Industrie noch nie gestört, ehrlich gesagt. Also, man müsste eigentlich jedem jungen Mädchen das beibringen. Eigentlich müsste man den Burschen beibringen. Du hast diese jeden Tag waschen. Aber mit jungen Burschen heutzutage ist es nicht ganz einfach. Also insofern würde ich raten, den jungen Mädchen beizubringen, dass sie immer fragen vorher, bevor es losgeht, und die Frauen dann auch, wollen wir Liebe machen oder Krebs? Und wenn der dann nicht Liebe antwortet, ja, wenn er Krebs sagt, also ich meine, das kann ja eh fast nicht passieren. Wenn der Liebe antwortet, dann fragen sie weiter und sagen, hast du dich heute schon gewaschen? Da wird jeder österreichische, deutsche Bursch drauf sagen, na freilich, ich dusche jeden Morgen, das stimmt ja auch. Dann muss sie aber sagen, das reicht mir aber nicht, dass du das Wasser von oben drüber lässt. Ich möchte wissen, ob du das, was du jahrelang geübt hast, heute schon mit Seife gemacht hast. Ja? Und dann sehen sie sofort im Gesicht, ob ja oder nein. Ja, das sehen sie sofort. Und wenn sie merken, das ist nicht gelaufen heute, das Programm, dann nehmen sie es selbst in die Hand. Das ist nicht witzig gemeint. Das funktioniert prima. Ich habe da super Rückmeldungen. Ja, die gehen in die Richtung, wir sind dann gleich im Bad blieben und so. Das funktioniert. Und es wäre lebenserhaltend. Natürlich werden sie keinen oder kaum einen Gebärmutterhalskrebs kriegen, wenn sie keine seelische Disposition haben dazu. Aber wissen wir das genau? Schon vorbei, die Zeit? Also, wir wissen es nicht genau. Und es braucht immer beides. Ja, stellen Sie sich vor, Sie waren zur Zeit von Tschernobyl, Reaktorkatastrophe, dort in diesem schrecklichen Atommeiler. Na, da brauchen Sie wenig seelisches Muster, um Krebs zu kriegen, bei dieser Strahlendichte. Ja, also von den 10.000 Soldaten, jungen Leuten im Wesentlichen, die Gorbatschow ins Atomfeuer geschickt hat, um diesen Betonsarkophag zu bauen, sind bis auf einen alle tot, was ich gehört habe. Da ist so viel Strahlung, da brauchen Sie ja kaum noch ein seelisches Muster. Wenn es aber in Niederösterreich irgendwo sind, in Tulln zum Beispiel, mit einer vergleichbar harmlosen Strahlendichte und so weiter, dann wird das seelische Muster viel, viel wichtiger. Es gibt immer beides, wie Freud gesagt hat, Ergänzungsreihe. Wenn es da sehr viel körperlichen Einfluss hat, brauchen es nicht mehr viel seelischen. Hat es sehr viel seelischen, braucht es gar nicht viel Kanzerogene. Also ich würde bei dem Krankheitsbild immer raten, auf beiden Ebenen zu agieren. Vorsichtig zu sein damit. Also
Das ist ein Krebs, den kann man relativ gut verhindern, wenn man sich um die Entstehung oder der Entstehung bewusst ist. Nun gibt es den häufigsten Krebs noch vielleicht, das Prostatakarzinom. Das wäre wirklich ein Krebs, wo fast alle Männer betroffen sind, wenn sie alt genug werden. 60% der 60-jährigen Männer haben ein beginnendes Prostatakarzinom. Das kann auch das sein, was Julius Hacketal ein Haustierkrebs genannt hat. Der tut nichts. Da müssen sie schon richtig reinstechen zur Punktion, dass sie den zu einem Raubtierkrebs machen. Ja? Würde ich auch nie raten, stechen Sie nie. Lass uns nie in einen Krebsknoten hineinstechen. Ja, die Ergebnisse sind einfach schlecht. Dass die das nicht sein lassen können, verstehe ich gar nicht. Aber ist nun mal so. Also nicht aus einem Haustierkrebs einen Raubtierkrebs machen. 70% der 70-jährigen Männer haben Prostatakarzinom, 80% der 80-jährigen und praktisch 100% der 90-jährigen Männer haben am Beginn des Prostatakarzinom. Also bei dem Stand der epidemiologischen Untersuchung, da müsste man bei Prostata wirklich das ernsthaft in Erwägung ziehen, was ich bei Brustkrebs völlig absurd finde. Ja, die Geschichte Angelina Jolie lässt sich ihre gesunden Brüste wegschneiden, weil die Mama mit 51 daran gestorben ist und weil sie sich irgendeine statistische Wahrscheinlichkeit hat ausrechnen lassen, die aus meiner Sicht abenteuerlich hoch ist. Ich weiß gar nicht, wie die dazu gekommen sind, zu dieser Zahl. Egal, wenn Sie dieser Logik folgen, die in der Schulmedizin ja leider, vor allem in den USA, verbreitet ist, aber bei uns geht das ja auch schon leider los, Sie schneiden Brüste weg, weil sie gefährdet sind statistisch. Und jetzt als nächstes noch die Eierstöcke bei Frau Jolie. Da können Sie weitermachen dann auch, wenn es Rechtshänder sind, noch den linken Arm, weil kann ja Melanom kommen. Ja? Naja, zum Schluss haben Sie dann nur noch ein Hirn, also eine Hirnernährlösung mit wahnsinniger Angst vor Gehirntumoren. Das kann nicht die Perspektive der Medizin des 21. Jahrhunderts sein. Das ist absurd. Aber Sie müssen da nicht Angst haben, dass das passiert. So locker weggeschnitten werden nur Organe, die bei Männern nicht vorkommen. Das ist nicht witzig, das ist zum Weinen. Ehrlich gesagt, ja? Das ist ganz brutal. Niemals würde man auf die Idee kommen, Prostata mit 50 prophylaktisch rausschneiden, weil er mit 90, das kann er ja heute leicht werden, zu 100% ein Karzinom hat. Niemand kommt auf die Idee. Im Gegenteil, Prostatakarzinome oder beziehungsweise ihre Vorstufen, wenn der PSA-Wert, das ist der Tumormarker für Prostatakarzinome. Ja, so wie Cholesterinspiegel ist eigentlich der Marker für das Herz-Kreislauf-Geschehen, wenn man so will. Also wenn der PSA-Wert hoch ist, über 6 oder sagen wir 7 oder so, dann sagt der Urologe ja zu dem Patienten, jetzt müssen wir operieren. Aber der ehrliche Urologe sagt auch, wenn über der Hälfte der Fälle sind es dann auch impotent. Und dann erschrecken Männer. Ansonsten haben Männer ja gar nicht so viel dagegen, sich was wegschneiden zu lassen. Das tun sie lieber, als beim Psychosomatiker darüber zu reden. Weil der wird noch über Seele reden und das ist das, was Männer am letzten wollen. Das wissen sie als Frauen eh. Ja, haben sie mal angefangen, mit ihm über Seele zu reden, da war er schnell dahin. Also das wollen Männer gar nicht. Aber bei dem Prostata-Problem, wenn der PSA-Wert im Himmel ist und bevor er per Schnitt impotent wird, da ist er dann schon gesprächsbereiter. Ja, da erinnert er sich, dass ihn die Frau mal zum Fastenseminar bei mir geschleppt hat oder dass wir Bergsteigen waren oder irgendwas zusammen. Und dann ruft er sogar an, mailt oder kommt sogar einfach vorbei. Da ist er schon auf dem Panik. Nicht, dass da so viel noch passieren würde mit 64, aber impotent per Schnitt, das will er schon nicht. Und sagt, ihr weißt, wie das ist, was kann man denn da machen und so weiter. Wenn ich dem das jetzt erkläre im Sinne von Krankheit als Symbol oder Frauenheilkunde oder Psychosomatik des Krebses, des Prostatakrebses, das wird nichts, das kann ich gleich voraussagen. Weil ich müsste ja jetzt zu dem sagen, mit seinen 64 Jahren, sagen wir mal, wissen Sie was? Alles, was Sie bisher über Sexualität gehört haben oder was Sie gemacht haben in dem Bereich, diese ganzen Schnellschussnummern, ja, die unter einer halben Stunde vorbei waren, das müssen Sie ab jetzt vergessen. Ab jetzt müssen wir schauen, dass die Prostata, das ist nämlich eine Drüse, zusammen mit den Cowperschen Drüsen hat die Aufgabe, Flüssigkeit zu machen, dass das rutscht und flutscht beim Geschlechtsverkehr und vorher auch schon. Die müssen wir jetzt schauen, dass die in Gang kommen. Und deswegen gibt es für Sie jetzt nur noch diese langgezogenen Liebesfeste, das mit dem Ejakulieren können Sie komplett vergessen. Vor 2 Stunden kommt es jedenfalls nicht in Frage, sondern Sie müssen jetzt richtig schön Liebeskunst lernen und nass feucht werden. Ja, und dann ist es ideal. Und dann kriegen wir das runter. Wenn Sie jetzt ein richtig schönes Liebesleben anfangen mit diesen langgezogenen Liebesfesten, das ist die Ejakulation erst einmal ganz vergessen,
dann wird es schon wieder. Aber der wird mich anschauen wie so ein Alien und sagen so, was, wo, mit wem? Ja, so. Also wenn der das mit 64 nicht kann, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er es dann lernt, ich möchte nicht sagen null, aber es ist sehr, sehr gering. Ja? Da ist es natürlich viel besser, wenn ich ihm sage, wissen Sie was, geben Sie mir mal Ihre Frau. Ja? Und dann rede ich mit der über Ernährung. Ja? Die will ich nicht verlieren, die hat zwar nichts von dem, aber sie will ihn trotzdem behalten und das ist ja lieb. Also ich werde ihr sagen, ihr Mann, der darf nie mehr Milchprodukte zu sich nehmen, nie mehr in diesem Leben. Kein Ei, kein einziges Ei mehr. Sie müssen alles Tierprotein radikal streichen. Und am besten fangen Sie gleich mal an mit gar nichts. Dann freut er sich nachher über das, was er kriegt. Ja? Fasten. Eine Woche fasten und nach der Woche fasten, das erkläre ich ihr genau, machen wir ein schönes, pflanzlich vollwertiges Aufbauprogramm. Und dann, was soll ich Ihnen sagen? Nach einem halben Jahr ist der PSA-Wert wieder so runter, dass der Urologe gar nicht operieren will. Der fragt sogar der Urologe, was haben denn Sie gemacht? Und der wird es ihm sagen. Und leider, was sagen die meisten Urologen? So ein Quatsch. Davon kann es nicht kommen. Wovon es kommt, darüber informieren die sich nicht. Und wir haben diese China Study und die Arbeiten von Joseph Campbell und Colvin Esselstyn, McDougall und so weiter, das haben wir seit 8 Jahren. Können wir das wissen im deutschsprachigen Bereich? Ja, dass Sie diese russischen Fastenstudien nicht kennen, das ist kein Wunder, die waren immer nur in Russisch, wie ich gestern gehört habe. Das haben wir ja alle nicht verstanden. Aber das können wir wissen, weil Englisch können wir alle. Das müssen wir auch wissen. Aber die Mehrheit der Urologen reagiert so. Na, ich sage es lieber, bayerisch-österreichisch deppert, das klingt nicht so brutal. Im Endeffekt ist das Problem damit nicht gelöst. Der hat keine Heilung erfahren. Dazu müsste er seine Sexualität umstellen. Müsste in eine ganz andere Sexualität und Sinnlichkeit hineinwachsen. Aber das traue ich mir dann oft nicht zu bei so einem 64-Jährigen, ja, wo das eh schon eigentlich ziemlich eingeschlafen ist. Und dann kann man über die Ernährung noch so viel hinkriegen. Daran sehen Sie auch wirklich die große Kraft der Ernährungstherapie. Und ich meine nicht vegan, muss ich ausdrücklich sagen. Vegan ist mit so viel Ideologie verbunden. Ja, also ich bin für wissenschaftlich untersuchte, bewiesene, vollwertig pflanzliche Nahrung. Wie ein Dr. Esselstyn, ein Dr. McDougall, ein Professor Campbell. Das sind lauter Schulmediziner, nicht so spirituelle Typen, sondern die haben ihr Leben mit Wissenschaft verbracht und haben das rausgefunden. Ja? Also vegan ist nicht unbedingt gesund. Wenn Sie Weißzucker essen und weißes Mehl und dazu jede Menge Wodka saufen, ist das alles vegan, aber nicht gesund. Ja? Also Sie müssen vollwertig pflanzlich. Aus meiner Sicht können Sie ruhig einen Honig essen. Ich kenne keine Studie gegen Honig, die dem Honig irgendwas nachweist. Besonders gesund ist er nicht, weil es Zucker ist. Aber eine Studie, die wirklich sagt, Honig ist gefährlich, kenne ich nicht. Also vollwertig pflanzliche Ernährung, ein verblüffender Hit. So wie Sie es im Peace Food finden. Und wenn Sie das gescheit machen, so wie Sie im Peace Food im veganen Kochbuch finden, dann verzichtet er nichts. Sie auch nicht. Sie leiden nichts. Es geht Ihnen total gut dabei. Die Erfahrungen damit sind total gut, vor allen Dingen dann, wenn Sie beides tun. Wenn Sie nur die Ernährungsschiene wählen, dann besteht weiter Gefahr, muss ich schon sagen. Aber es ist schon mal ein Riesenschritt. Und es gibt einige Leute, die haben ihr Tumorwachstum damit verblüffend aufgehalten und ein paar, die haben es auch wieder zurückgedreht gekriegt auf der Ernährungsschiene. Aber ich würde immer raten, beides zu machen. Psychosomatik, Körper und Seele verbinden. Und das ist möglich. Und das können so viele. Ja, ich bin ja da auch ein Stück stolz. Diese Bücher gibt es jetzt seit 30 Jahren, die gibt es seit ewigen Zeiten. Und hör das ab und zu, man hast das im Dahlke nachgeschaut. Ja, sollte man mal tun, in Krankheit als Symbol. Das ist relativ einfach zu verstehen. Es ist so einfach. Am Anfang haben Schulmediziner immer gesagt, wenn es so einfach wäre, hätte man das schon längst gefunden. Ja, tut mir leid, es ist so einfach. Aber das ändert sich auch. Sie haben nicht mehr so einen Widerstand, wie das vor Jahren, Jahrzehnten war. Ich mache heute Fortbildung für die Deutsche Ärztekammer. Ich bilde sogar Ärzte für Naturheilverfahren aus, für diesen Zusatztitel. Also inzwischen haben wir uns so arrangiert. Einfach weil zu viele Kollegen auch gemerkt haben, das hilft, es nützt. Und das ist für mich eine schöne Erfahrung. Gerade letztens wieder gehört, in Graz eine Frau, entsetzt, Brustkrebs, wird gleich geschnitten, Herr Professor. Sagt der ganz entspannt, bei uns wird gar nie erst geschnitten. Das lesen Sie sich jetzt erst mal durch
legt ihr Frauenheilkunde hin, das Buch, wo das gedeutet ist, und dann reden wir miteinander darüber. Da bin ich ja wirklich berührt. Ich mache Kurse mit Professor Jakisch, das ist der oberste Chirurg von Wien, der Brustkrebsoperationen eigentlich hauptsächlich macht. Unser Raimund macht inzwischen eine Medizin, da kriegt er Gänsehaut. Auf der Basis seiner inneren Führung, der redet selbstverständlich von Chakren und Energien. Und wenn wir tagelang uns über Heilung in einem Seminar Gedanken machen, Heilungsrituale machen, da bin ich erstaunt und denke mir, mein Gott, ich frage ihn ab und zu, wie machst du das in deiner Klinik, in deiner Universität? Sagt er, ich mach's einfach, weil es stimmt. Gibt's heute. Der ist nicht in Frage gestellt oder so. Wir können heute viele Dinge machen. Wirklich wirksame Dinge. Ja, im Vortrag habe ich das so ein bisschen mitgekriegt. Mudras. Haben wir immer nur gelacht. Warum eigentlich? Ja, bei uns fahren die Leute nach Japan und holen sich Reiki. Kostet der dritte Grad $20,000 damals. Und Diksha, $5,700. Da dürfen sie dann segnen, hinduistisch. Bitte, das könnte man auch christlich machen. Ja, und ich freue mich, sowas auch zu vermitteln. Es gibt noch die andere Seite auch. Einen guten Freund von mir, Jürgen Fliege, den schmeißen sie jetzt fast aus der evangelischen Kirche raus, weil er Wasser gesegnet hat. Bitte, das machen wir schon seit 30 Jahren. Das machen wir bei uns, wenn sie dann nach Damanga kommen, das Wasser in den Teichen ist alles gesegnet. Da haben wir Heilungsrituale drin gemacht. Die haben wir in Bali gelernt, okay. Und das Wasser ist bei uns speziell behandelt und es wirkt. Und ich freue mich, eine Woche den Leuten das Segnen beizubringen. Es hat eine immense Wirkung. Das können wir alles tun. Wir sollten das nur zusammenbringen. Und das Ziel bei Krebs müsste sein, dass jemand auf seinen ganz individuellen Weg kommt. Nach einer ganz kleinen Anekdote, dauert 20 Sekunden, da liegt der Rabbi Susya auf dem Totenbett, so ein Chassidim, und ist ziemlich schlecht drauf. Dann sagt der andere alter Rabbi, aber Susya, warum bist du so betrübt? Du hast doch wie Moses selbst gelebt. Sagt der Susya, genau das ist mein Problem. Ich habe wie Moses gelebt. Vielleicht hätte ich leben sollen wie Susya. Ganz genau. Und da kann ich Ihnen sagen, Ihre eigenen Fehler sind viel mehr wert als die fremde Tugend. Machen Sie Ihre eigenen Fehler, merken, was Ihnen fehlt daran und werden es vollständiger. Erleben Sie Ihre Enttäuschung als das Ende einer Täuschung. Ja, Sie wollen ja nicht zum Schluss am Totenbett liegen, innerhalb der Täuschung. Es geht doch darum aufzuwachen, die Täuschung zu durchschauen. Die Inder sagen das. Raum und Zeit sind die Täuscher, die müssen wir durchschauen. Wir müssen so viele Täuschungen durchschauen. Also sind wir offen dafür. Leben wir unser eigenes Leben, dann wäre das auch die einzige mir bekannte, wirklich wirksame Vorbeugung diesbezüglich. Wenn es dann noch pflanzlich vollwertig essen, sind sie am guten Weg. Danke für Ihre Geduld. Vielen Dank. Also, wie Sie gesehen haben, aus der Praxis für die Praxis. Ne? Ein hervorragendes Feuerwerk von Informationen aus der täglichen Praxis, Lebenserfahrung und so weiter. Und was